die wahre Matrix im 21. Jahrhundert. Dein Unterbewusstsein reguliert ca. 95% deiner Wahrnehmung auf Basis deiner vergangenen Erfahrungen. Doch nicht nur die Information ist kaum mehr in ihrem Kern wahr, sondern sogar unsere Reaktion darauf unterliegt nicht unserer bewussten Entscheidung. Das zeigt uns, dass die Bereiche unseres menschlichen Gehirns aktiv werden, bevor wir uns darüber bewusst werden, eine Entscheidung getroffen zu haben. Entscheidungen fallen, bevor wir sie machen. Du denkst nicht wirklich frei, sondern du bist programmiert. Du bist in eine gewisse Richtung beeinflusst worden, seitdem du klein bist. So. Und deswegen siehst du die Realität gar nicht mehr, sondern du lebst und siehst nur die Programme, die in deinen Kopf reingeschrieben wurden. So. Befassen wir uns nun endgültig mit der Lösung. Wie können wir im 21. Jahrhundert aus der Matrix ausbrechen? Bewusstsein. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein, mal wieder von Multi. Das Video heißt Die wahre Matrix im 21. Jahrhundert. Matrix it out, man, Alter. Wir gehen ins Video rein. Gerne jetzt schon mal Daumen nach oben da lassen, ein Kommentärchen schreiben und den Kanal abonnieren. Ich bin gespannt und ich würde sagen, es geht los. Let's go. Hey Leute, für die meisten, mich eingeschlossen, sind Filme ein Medium, um in fremde Szenerien einzutauchen und die Welt aus einer anderen Sichtweise zu betrachten. Wir wollen Geschichten hören, die wir uns nicht vorstellen können. Erfahrungen nachempfinden, die wir selbst nicht haben können. Menschen kennenlernen, die wir selbst nicht kennen würden. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich für dein eigenes Leben. So, also wenn du gerade zuschaust und dem zustimmst und dich regelmäßig in andere Welten reinfließt, damit du Dinge erleben kannst und Menschen treffen kannst und Dinge tun kannst, die du selber nicht tun kannst, aber gerne tun würdest, so, dann hat das einen negativen Effekt auf dich und dein Leben. So. Ich würde dir empfehlen, daran zu arbeiten, selbst dein Leben zu einem Film zu machen und es möglich zu machen, diese Dinge zu erleben und zu tun. Weil alles ist möglich, so, weißt du? Du kannst alles schaffen, wenn du möchtest. Deswegen raus aus diesem irgendwo reindenken und durch andere Menschen und Filme und Serien und Pornos und durch diese ganzen Sachen zu leben, sondern leb im echten Leben. Break out the Matrix, motherfucker. Filme entlocken uns in den kreativen Bereich unserer Psyche, um von dem Alltagsgeschehen abzulenken. Doch was ist, wenn wir uns einmal nicht ablenken lassen? Was ist, wenn wir überlegen, wie sich die Matrix in unserer echten Welt zeigt? Für manche ist es ein Science-Fiction-Film, für andere wiederum ein Dokumentarfilm, so? Mit ein Stück unserer Realität. Betrachten wir uns das alles einmal genauer. Matrix fußt auf dem Gedanken, dass unsere Realität nur eine Simulation ist. Für viele Menschen undenkbar, doch Elon Musk ist der Überzeugung, dass diese Annahme sehr wahrscheinlich ist. Computerspiele haben sich in den letzten 40... Ich sehe das halt so, dass wie Morpheus es auch in dem Film sagt, so, dass es in deinem Kopf alles passiert, so, weißt du? Also ich sehe das nicht so, dass die Welt jetzt also auf Computerprogrammen oder Codes basiert, sondern ich glaube, dass die Matrix in deinem Kopf ist so. Du denkst nicht wirklich frei, sondern du bist programmiert. Du bist in eine gewisse Richtung beeinflusst worden, seitdem du klein bist so. Und deswegen siehst du die Realität gar nicht mehr, sondern du lebst und siehst nur die Programme, die in deinen Kopf reingeschrieben wurden so. Und du musst dich entprogrammieren, damit du wieder die echte Welt siehst und wie Menschen eigentlich wirklich ticken und wie wir uns behandeln sollten und diese ganzen Sachen. Du musst dir dessen bewusst werden, deswegen rede ich auch immer von Bewusstsein so. Das ist meine Theorie. Aber ich glaube, er wird hier darauf eingehen, dass es wirklich ein Computerprogramm ist mäßig. Wir waren so rapide weiterentwickelt, dass bereits in naher Zukunft computergenerierte Welten mit unserer physischen Welt verschmelzen werden. Es geht dabei um erweiterte Realität, die mit einer künstlichen Intelligenz einhergeht. Das kann ich mir wiederum auf jeden Fall vorstellen, dass in Zukunft das miteinander verschmelzen wird und dass Leute immer weniger im echten Leben stattfinden und immer mehr in diese computergenerierten Welten reingehen mit irgendwelchen VR-Brillen und so und dann eigentlich gar keinen Bock mehr aufs echte Leben haben, weil diese computergenerierten Welten und diese ganzen Sachen einfach viel heftiger sind für die meisten Menschen, weil die da Sachen tun können und jemand sein können, der sie im echten Leben nicht sind, so weißt du? Irgendwann, so mutmaßt Elon Musk, können wir reale Erlebnisse nicht mehr von einer Simulation unterscheiden. Das sagt Elon Musk. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. Just in,
people. Even if that Wer will das? Advancement drops by 1,000 from what it is right now, then you just say, okay, well, let's imagine it's a 10,000 years in the future, which is nothing in the evolutionary scale. So die Frage ist, will der das, der Typ, Digga, oder sagt er einfach nur, wie es sein wird? Given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality, and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and they would probably... Deus sagt gerade, ich glaube, das wird nicht passieren. Oder ich glaube halt, diese ganze AI-Sache und so, also du weißt nicht, wie schnell sich das noch entwickeln kann, so weißt du, wie ich meine? Und wie, also, dass sie mit irgendwelchen, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Szenarien aussehen, aber wer weiß, Bro, weißt du? Ich glaube, es wird auf jeden Fall in Zukunft immer schwieriger werden, die Realität von Nicht-Realität zu unterscheiden, so. Auch wenn zum Beispiel es einfach nur um wenn es um Videos geht oder Bilder oder so, weißt du? Das ist jetzt zwar nicht das, was er meint, aber das hat schon auch ein bisschen was damit zu tun, dass du die Realität von einer Simulation nicht unterscheiden kannst, wenn zum Beispiel ein Video rauskommt, wo gewisse Dinge passieren, wo irgendeiner irgendwas macht, aber es eigentlich gar nicht wirklich passiert ist, sondern mit AI generiert ist, so. Dann denkst du, dass das die Realität ist, wenn es noch in den Nachrichten präsentiert wird und diese ganzen Sachen so. Aber es ist eigentlich computergeneriert, so, weißt du? So könnte man das auch sehen. Und das wird definitiv passieren, meiner Meinung nach. Also es wird definitiv bald die Möglichkeit, gibt's jetzt schon, glaube ich. Also es war ja schon mal so, dass so Trump-Videos oder Bilder rumgegangen sind, wo der verhaftet wurde und es war gar nicht echt, es war AI. Das wird auf jeden Fall passieren, glaube ich. Wie, you know, billions of such, you know, computers or set-top boxes seem to follow that the odds that we're in base reality is one in billions. Auch Nick Bostrom, ein schwedischer Philosoph, kam 2003 zu demselben Ergebnis. In seiner bekannten Simulationshypothese stellt er drei Alternativen für die Wahrscheinlichkeit einer Simulation vor, von denen nur eine wahr sein kann. Erstens, unsere Zivilisation erreicht niemals den Punkt einer posthumanen Entwicklungsstufe. Zweitens, keine posthumane Zivilisation hätte Interesse daran, eine vergangene Zivilisation zu simulieren. Drittens, wir leben in einer simulierten Realität. Nun, da wir uns schon etwas mit dem Gedanken angefreundet haben, dass wir in einer großen Illusion leben, sollten wir auch weiter definieren, wie sich diese Illusion auf uns auswirkt. Was ist das System im 21. Jahrhundert? Was umgibt uns tagtäglich? Und vor allem, wie können wir dieser Matrix entkommen? Bewusstsein. Die Illusion beginnt schon bei dir selbst und deiner Wahrnehmung. Alle Informationen aus der Außenwelt, egal ob sie der Wahrheit entsprechen oder nicht, kommen bei dir gefiltert an. Dein Unterbewusstsein reguliert ca. 95% deiner Wahrnehmung auf Basis deiner vergangenen Erfahrungen. Diese Filterfunktion des Unterbewusstseins ist bei jedem von uns 24/7 aktiv. Das liegt daran, weil unser Unterbewusstsein die Aufgabe hat, uns vor einer externen Reizüberflutung zu schützen. Das Unterbewusstsein ist ca. 500.000 Mal schneller in der Informationsverarbeitung als unser bewusster Verstand. Musst du dir mal reinziehen. Die meisten Dinge, die wir wahrnehmen, nehmen wir unterbewusst wahr. Von denen kriegen wir nicht mal was mit. So. Der Großteil von den Dingen, die wir in unserem Gehirn verarbeiten und die wir wahrnehmen, so, das nehmen wir gar nicht richtig wahr. Vor allen Dingen, umso unbewusster wir sind, umso mehr ist das auch. Bevor auch nur ein Bruchteil einer Information bei dir im Wachbewusstsein ankommt, wurde diese Information schon durch tausende Filter durchgeschickt. Die Information an sich ist somit eingefärbt durch deine bisherigen Referenzerlebnisse. So, durch die Programme, die schon in dir sind. Gefühle, Überzeugungen, Ansichten, Glaubenssätze und Erwartungshaltungen. Safe. Doch nicht nur die Information ist kaum mehr in ihrem Kern wahr, sondern sogar unsere Reaktion darauf unterliegt nicht unserer bewussten Entscheidung. Dies wurde in einem sehr eindrücklichen Experiment von Professor Ben... Du reagierst so, je nachdem, wie du programmiert bist. So. Das ist crazy. Das ist crazy. Und ich gebe ihm da recht. Ich denke auch, dass die meisten Leute auf Dinge reagieren, nicht weil sie bewusst so reagieren möchten, sondern weil sie das mit vergangenen Erfahrungen vergleichen, auch unterbewusst teilweise, und dann auf eine gewisse Art reagieren, weil das oder dies in der Vergangenheit passiert ist. So. Weißt du? In Leavitt an der University of California bewiesen. Dieser befasst sich seit über 30 Jahren mit der Prozessverarbeitung des Bewusstseins und des Unterbewusstseins. Eines seiner beeindruckendsten Entdeckungen erhielt er durch ein simples Experiment. Er fragte Freiwillige, einen beliebigen Arm zu heben.
Diese Bewegung wurde auch neurologisch durch einen Graphen am Computer gemessen. Diese sollten den genauen Zeitpunkt angeben, an dem sie die bewusste Entscheidung getroffen haben, ihren Arm zu bewegen. In den Gehirnanalysen nahm man an, dass eine Korrelation herrschen würde, sobald die Freiwilligen die Entscheidung trafen, ihren Arm zu heben und dies dann auch taten. Tatsächlich jedoch konnte bereits 350 Millisekunden davor ein bestimmter Bereich des Gehirns gemessen werden, der aktiv wurde. 350 Millisekunden, bevor sich die Freiwilligen bewusst wurden, ihren Arm zu heben. Im Klartext bedeutet das, dass bereits eine Entscheidung getroffen wurde, bevor wir uns dafür entschieden haben. Doktor, wir haben doch auch mal ein Video reingezogen, diese Bewusstseinsdokumentation, wo gezeigt wurde, dass unser Herz zum Beispiel auch Dinge, die passieren in der Zukunft, schon fühlt. So. Also schon bevor die Dinge passieren. Also unser Herz ist eigentlich das schlauste Organ in uns und nicht das Gehirn. Auch crazy. Harold Saltman von der Harvard Business School sagt Folgendes dazu. Das zeigt uns, dass die Bereiche unseres menschlichen Gehirns aktiv werden, bevor wir uns darüber bewusst werden, eine Entscheidung getroffen zu haben. Entscheidungen fallen, bevor wir sie machen. Crazy. Wie dieses Experiment beweist, kontrolliert unser Unterbewusstsein unser bewusstes Erleben. Während du diese Worte von mir hörst, findest du sie vielleicht abstoßend oder interessant. Vielleicht aufweckend, mutig, traurig, naiv oder einleuchtend. Egal, was die Information an sich ausdrückt, sie wird immer durch dein Gefühlsleben eingefärbt. Ja. Das ist aus meiner Sicht auch die große Problematik, die wir in der Politik haben. Menschen mit völlig verschiedenen Ansichten versuchen, ihre eigene Interpretation von der Realität auf andere Menschen überzustülpen. Safe. Letztendlich ist keine politische Debatte sachlich und verstandesorientiert, sondern immer nur ein Austausch von bisherigen Referenzerlebnissen. Clinton, ja, Maniac. Im Gewand einer sachlichen Diskussion. Wir werden also von unserem Unterbewusstsein gesteuert, welches wiederum durch unsere Erfahrungen gesteuert wird. Diese Erfahrungen können wir nur bedingt kontrollieren, da sie immer in Abhängigkeit mit unserer Umwelt auftreten. Kommen wir also zur nächsten großen Säule unserer Matrix im 21. Jahrhundert. Fremdbeeinflussung. Das wichtigste und mächtigste Tool gegen diese ganzen Sachen ist einfach bewusst zu sein und sich seiner Gefühle, seiner Gedanken, seiner Programmierung und diesen ganzen Sachen bewusst zu werden und zu realisieren, dass es nichts mit dir im Kern zu tun hat, sondern dass dein Kern diese ganzen Dinge beobachten kann. Und wenn du das realisiert hast, so, dann kannst du auch aus deinem Kern raus agieren und nicht von deinen vergangenen Gefühlen, Emotionen und Erlebnissen handeln, sondern handeln, wer du wirklich bist, daraus handeln, so, weißt du? Und deswegen ist Meditation, Bewusstsein, Beten zu sein so extrem wichtig und das ist meiner Meinung nach der einzige Weg gegen diese auch Fremdbeeinflussung, was jetzt als nächstes kommt. Bei der Thematik Manipulation denkt man natürlich erstmal an Werbung. Jedem ist wahrscheinlich bewusst, dass wir so sehr mit Werbung bombardiert werden, dass die schon eine Reizüberflutung gleicht. Umso weniger erfolgreich sind die meisten Werbekampagnen von Unternehmen. Kein Wunder also, dass Marketingfirmen nach jahrzehntelanger Erfahrung und Milliarden von Werbebudget nun herausgefunden haben, wie Menschen am besten beeinflusst werden können. Es geht dabei um unterschwellige Botschaften, die in Werbeplakaten gemischt werden. Ein eindrucksvolles Beispiel ist hier die Marketingkampagne von Benson & Hedges. Ich möchte jedoch kurz vorab davor warnen, weil der Inhalt not safe for work ist. Okay, weil die not safe for work, was meint der? Was meint er damit, bruv? Poster sieht man einen jungen Mann und eine Frau im Kleid. Benson & Hedges. Auf den ersten Blick sieht es eventuell etwas komisch aus, doch es befindet sich eine optische Illusion in diesem Bild, die sich erst zeigt, wenn ich sie euch gleich offenbare. Wer sieht da schon was? Subliminalsex.com. If you got crushed in the clinch with your soft pack, try our hard pack. Jetzt kurz das Video an und betrachtet. Was? Hardpack it in man, Alter. Kommentiert, falls ihr meint, dass ihr etwas gefunden habt, in die Kommentare und sagt mir, was es ist. Ich bin gespannt. Die Hand, sagen einige. Während ihr jetzt auf das Bild schaut, wird es euch jedoch nicht auffallen. Jede Marketingfirma ist also am längeren Hebel, solange sich die Zuschauer nicht über die Illusion bewusst sind. Ist so? Nun gut. Wollen wir also langsam die verschiedenen Botschaften entschlüsseln. Natürlich spielt die Überschrift mit Hard und Soft auf die auf das Geschlechtsteil der Zielgruppe von Benson & Hedges an.
bei dem Gesichtsausdruck. Ah, krass. Ink. Echt? Boah, Dicker, heftig. Ich sehe das auch, Bro, jetzt. Interpretieren viele Nervosität rein. Man könnte jedoch auch meinen, dass er uns ein Geheimnis erzählen möchte. Und tatsächlich tut er das. Mit seiner Guck mal, was der Bruder in der Hand hat. Linken Hand fasst er die Frau am Rücken an. Wenn man Digga. Auf diese Stelle zoomt, erkennt man, Bro, dass der Rücken der Frau leicht retuschiert wurde. Wenn ihr jetzt auf diese Stelle schaut, wird es euch auffallen. Durch die Retuschierung wird ein männliches Glied dargestellt. Ich schwör's dir. Kaum sichtbar, wenn man sich nicht darauf konzentriert, doch einmal gesehen bleibt die Illusion aufgedeckt. Crazy. Auf einem bewussten Level nutzt Benson und Hatches die Bildsprache, um erotische Lust zwischen dem Mann und der Frau darzustellen. Warum hat der Typ aber einen Jarak in der Hand? Hör doch auf, Bro. Auf einem unterbewussten Level wird jedoch auch Angst und Nervosität vermittelt. Wahrscheinlich sind viele männliche Betrachter aus der Zielgruppe nicht homosexuell und empfinden es daher als anstößig, eine männliche Hand um das männliche Glied zu sehen. Doch diese Werbung macht das aus Kalkül. Gerade in den männlich präferierten Coping-Mechanismen von Nervosität wird das Trinken, Essen oder Rauchen genutzt, um Stress abzubauen. Viele Menschen rauchen für gewöhnlich, weil sie nervös sind. Die Werbung stimuliert also Nervosität, um die Betrachter zum Rauchen zu bewegen. Falls die Betrachter jedoch das bewusst merkten, würden sie natürlich diese Werbung vermeiden. Doch in diesem Falle nicht. Auf der bewussten Ebene vermittelt die Werbung erotische Lust und Aufregung und unterbewusst eine stark polarisierende Wirkung, die durch Nervosität zum Rauchen bewegt. Das ist nur ein kleines Beispiel von hunderten Fällen, die entdeckt wurden. Und wahrscheinlich gibt es bis heute weitere. Der Paco sagt gerade, Leon, das mit dem Penis am Rücken ist doch nur die Haut, weil er sie so leicht greift. Ist das dein Ernst, Bruder? 953. Ist das dein Ernst, Bro? Willst du mir jetzt sagen, dass... Mann, Alter, Bro, ja. Wer das nicht sieht, weiß ich auch nicht. Gibt es bis heute weitere tausende Fälle, die niemals entschlüsselt wurden. I'll blow your mind away. It just tastes better. Sex sells, Bro. Das musst du dir bewusst machen. Von KFC, Coca-Cola, Pepsi, Marlboro, Disney und vielen weiteren sind solche Manipulationsfälle bekannt. Falls euch das interessiert, kann ich gerne auch ein weiteres Video dazu machen. Safe, mach mal. Kommentiert es einfach. Okay, meine lieben Freunde, wer sieht diese sexuelle Botschaft in diesen Werbungen? Mit Blasen und der Frau jetzt hier gerade und mit diesem Penis bei dem anderen? Eins in den Chat. Wer sieht das? Eins. Wer sagt, nein, Bro, ist doch einfach nur ein Sandwich und eine Frau, die ihr Mund aufmacht und da steht halt Blasen, aber ey, Bro, weißt du, wie ich meine? Zwei, wenn ihr sagt, nee, Digga, ist normal. Ich sehe da gar nichts. Kann ich gerne auch ein weiteres Video dazu machen. Kommentiert es einfach. Doch nicht nur Unternehmen, sondern auch Staaten haben natürlich ein Interesse daran, ihre Bürger zu steuern. Eindrücklich zeigt sich das unter Berücksichtigung des Priming-Effekts. Priming bedeutet übersetzt so viel wie vorbereiten. Es geht also darum, eine Entscheidung von uns bereits im Voraus zu steuern. Somit fällt unsere Interpretation eines Ereignisses. Das machen die versorgten Gedanken. Sehe das nicht. Das ist Marketing, Free Engel. Das machen die bewusst so, dass sie da eine Frau hinstellen, die aussieht wie eine Blasepuppe, wie eine fucking aufblasbare Puppe so und dann noch das Wort Blasen in Großbuchstaben dahinschreiben. Das ist extra gemacht so. Wenn du es nicht siehst, dann bist du dir halt dessen nicht bewusst, aber es ist da. Es ist zugunsten einer vorherigen Beeinflussung aus. Dies kann durch Bilder, Worte, Gerüche oder Empfindungen geschehen. Es gibt dafür das sogenannte Medienpriming, welches aussagt, dass wir politische Akteure nach den Kriterien bewerten. Sie sagt, ihr denkt das, weil er das jetzt gesagt hat. Ey, ich habe schon so viele Dinge gesehen in die Richtung. Es ist einfach Facts und die Dinge, die du, selbst wenn wir es nicht bewusst wahrnehmen, hat er ja selber schon gesagt, im Unterbewusstsein sehen wir diese Sachen auf jeden Fall. Selbst wenn wir es nicht bewusst wahrnehmen und realisieren, im Unterbewusstsein sehen wir, das ist so funktioniert. Das beste Marketing nimmst du gar nicht wahr, sondern es ist einfach nur subliminal. Das passiert in deinem Kopf unterbewusst und das hat einen Effekt auf dich.
Weißt du, wie ich meine? Aber ist okay, ist deine Ansicht. Die zuvor in den Medien thematisiert wurden. Dass die Medien heutzutage nicht mehr die vierte unabhängige Gewalt sind, sondern ein verlängerter Arm von der Politik, ist vielen Menschen bereits aufgefallen. Viele aufgeklärte Menschen setzen deswegen lieber auf unabhängige Medien und neutrale Berichterstattung, um nicht dem Medienpriming zu unterliegen. Schwierig ist weiterhin, dass das Medienpriming nicht nur genutzt wird, um die generelle Meinung über einzelne Politiker zu lenken, sondern um eine Agenda voranzubringen. Das geschieht in drei nachweisbaren Wegen. Zuerst haben wir da Gewaltpriming. Das ist leicht erklärt. In vielen Nachrichten, Filmen, Serien und Songtexten sehen wir auf täglicher Basis Gewalt. Die Studienergebnisse sind eindeutig. Menschen, die viel Gewalt sehen, sind auch gewalttätiger. Krass, ja, Gewalt ist auf jeden Fall sehr krass verbreitet, auch in Nachrichten und so, in Filmen, in Serien und so. Es ist traurig leider, das stumpft uns sehr krass ab. Der zweite Weg nennt sich Politikpriming. Wie bereits vorher kurz angerissen, kann die öffentliche Meinung stark verändert werden, um ein bestimmtes Wahlergebnis zu erreichen. Der dritte Weg nennt sich Vorurteilpriming. Hierbei werden Geschlechter, Religion oder auch die ethnische Zugehörigkeit verfälscht, um Vorurteile zu bestärken. Fälle von negativem Priming sieht man beispielsweise oft in modernen Formen des Feminismus, um das harmonische Zusammenleben von Männern und Frauen zu destabilisieren. Based. Nun, diese Priming-Effekte treten täglich auf, ohne dass wir sie groß hinterfragen. Viele Berichterstattungen sind uns zwar bewusst, doch egal ob bewusst oder unbewusst, wir werden dadurch gesteuert. Wir können nicht nicht wahrnehmen. Safe. Bereits 1960 wurde bei der Präsidentschaftskampagne von Kennedy die öffentliche... Lawrence R. Jacobs und Robert J. Shapiro. Ist es ein Verwandter von Dings hier, vom Shapiro? ...durch eine einseitige Berichterstattung beeinflusst. Diese wurde intensiv durch Jacobs und Shapiro analysiert. Wie heißt der, der den Kanal? Ben heißt der, ne? Ben Shapiro. Die damalige Beeinflussung fand noch durch öffentliche Meinungsumfragen statt, die Kennedy positiv darstellten. Nun haben wir schon einige Beispiele von Fremdbeeinflussung durch Werbung, Medien und Politik dargestellt. Jedem ist dazu geraten, sich seine Meinung selbst zu bilden und möglichst objektiv ohne Erwartungshaltung zu entscheiden. Doch es gibt noch weitere Fremdeinflüsse, die wir kaum bis gar nicht ausmerzen können. Und das sind unsere Freunde, Bekannten und Familienangehörigen. Nun ist es in der Erziehung so, dass wir natürlich einer chronischen Manipulation ausgesetzt sind. Doch diese muss nicht immer negativ sein. Unsere Eltern geben uns wertvolle Erfahrungswerte mit, bilden uns in verschiedensten Lebensaspekten aus und vermitteln uns Normen, Werte und Tugenden. Doch leider ist das nicht alles. Durch unsere Eltern und Freunde werden Weltbilder, Glaubenssysteme und Überzeugungen übermittelt, die gar nicht unserer eigenen Vorstellung der Welt dienen. Dieser Einfluss findet bereits im Kindesalter statt. Ein Kind befindet sich mit dem Bewusstsein größtenteils im sogenannten Täterzustand. Das ist ein Zustand. Leider werden viele Menschen durch diese Sachen unterdrückt bzw. unten gehalten und lassen sich halt in die Richtung beeinflussen, wenn die zum Beispiel was machen möchten oder das Gefühl haben, sie können was Bestimmtes erreichen, dass Menschen von außen denen versuchen einzureden, dass sie es nicht können. Und es brennt sich dann in die so krass ein, gerade als Kind, dass die dann irgendwann denken, dass sie das wirklich nicht können. Und das ist eine der traurigsten Beeinflussungen, finde ich persönlich so. Wenn Leute sich ihren Traum kaputt machen lassen oder ausreden lassen von anderen Menschen, so Freunden, Familie oder etc. Das finde ich immer sehr, sehr traurig, weil ich glaube, wir als Menschen, jeder von uns hat ein heftiges Potenzial in sich und sollte das ausleben und sollte nicht darauf hören, was andere dazu sagen. So. Und ich glaube, wenn du überzeugt von dir selbst bist und daran glaubst, dass du es kannst, kannst du es immer auch schaffen. Der über die Gehirnaktivität gemessen werden kann. In diesem Zustand ist das Unterbewusstsein besonders aktiv und nimmt jede Information wie einen Schwamm auf. Erst mit dem Lebensalter von 7 bis 8 Jahren fängt das Kind langsam an, die Umwelt zu hinterfragen. Spätestens ab der Pubertät hinterfragen die Heranwachsenden ihre Eltern, sich selbst und alles, was sie bisher gelernt haben. Das ist auch der Grund, wieso so viele Streitigkeiten im Elternhaus entstehen. Aus der Erziehung sollte eine Beziehung werden, doch die Kräfteverhältnisse sind immer noch zu einseitig. Kein Teenager möchte von den Eltern belehrt werden, ohne selbst eine Meinung haben zu dürfen. Doch auch die Eltern wissen es nicht besser, weil sie von ihren eigenen Eltern damals gelernt haben, die Meinung der Älteren zu akzeptieren.
Und so wachsen wir langsam in eine Realität rein, in der die Meinung von Autoritäten, Eltern, Lehrern, Ärzten und Politikern mehr zählt als die eigene Intuition. Sehr schön auf den Punkt gebracht. Viele Menschen verlieren ihre Träume und Ziele langsam aus den Augen. Das ist das, was ich meine. Diese im Schein der anderen Meinungen kaum mehr erreichbar sind. Das hat einen riesen negativen Effekt auf die ganze Gesellschaft. So, wenn kein Mensch mehr seinen Traum lebt und Träume hat und daran arbeitet und was erreichen möchte, so, umso miserabler werden wir alle, weißt du? Weil wir uns alle dann gegenseitig versuchen runterzuziehen und nicht mehr zu pushen und zu sagen, ey, du kannst schaffen, was du möchtest, so, sondern eher im Gegenteil. Das ist traurig. Ich mag das nicht, wenn ich Menschen sehe, die eigentlich krass sind und Potenzial haben. Also Menschen, die ihr Potenzial nicht entfachen. Das tut mir sehr weh. Spätestens ab der Schulzeit kommen weitere Einflüsse hinzu. Die Gleichaltrigen sind die Menschen, die vorgeben, was cool und was uncool ist. Integration, aber auch Ausgrenzung findet statt. Dazu noch Lehrer, die zwar die Theorie beherrschen, jedoch kein Verständnis für die psychologische Betreuung von Teenagern haben. Was geschieht ist, dass nur noch gewisse Anteile der Psyche ausgelebt werden. Alle Anteile, die von den Eltern, den Lehrern und den Gleichaltrigen nicht akzeptiert werden, fristen ein Schattendasein. Carl Gustav Jung, Begründer der analytischen Psychologie, nennt dies das Schattenkonzept. Wir alle haben in unserem Kern ein Ich-Bewusstsein, also wie wir uns im Wahren fühlen. Das bist du, wenn du mit dir alleine bist. Sobald du in den Kontakt mit einer anderen Person trittst, zeigst du nur noch deine Theatermaske, deine sogenannte Persona. Was in diesem Moment geschieht, ist, dass du deinen persönlichen Schatten abspaltest. Das sind all die Gedanken, Gefühle, Handlungsmuster, Träume, Wünsche oder grundsätzlich Anteile deiner Persönlichkeit, die du nicht zeigen möchtest oder darfst. Umso bewusster du wirst, umso besser wird die Zeit mit dir selber, umso weniger hast du überhaupt noch das Bedürfnis, dich einfach mit anderen zu umgeben, ich schwör's dir. Weil du merkst, dass es eigentlich oft auch einen negativen Einfluss hat. So. Also ich bin lieber alleine als mit Menschen, die keinen guten Effekt auf mich haben. Und wo ich das Gefühl habe, ich ziehe eine Maske an und bin gar nicht richtig ich selber so, weißt du? Immer wieder zeigt sich, dass das unterdrückte Anteile sind, für die der Mensch als Kind oder Teenager... Starkes Video, ich fühle das Video komplett. ...nicht akzeptiert wurde. Doch das bedeutet nicht, dass diese verschwunden sind. Diese Anteile sind dem Menschen in den meisten Fällen noch nicht einmal bewusst. Das bedeutet, dass wir alle Anteile von uns haben, die wir niemandem zeigen dürfen und selbst nicht einmal mehr kennen. Unser Schatten wird größer, umso mehr Anteile wir abspalten. Doch diese Anteile möchten ausgelebt werden. Wenn wir dies jedoch unterdrücken, brauchen wir dafür die sogenannte Schattenprojektion. Anstatt die Anteile selbst auszuleben, werden sie auf andere Menschen negativ projiziert. So entstehen zwischenmenschliche... Anstatt sie selber auszuleben, werden sie auf andere Menschen negativ projiziert. Das ist genau das, was der Franz vorhin gemacht hat, so. Wo er gesagt hat, dass ich irgendwie arrogant bin und dass ich genau so ein Typ bin wie die Leute im Fitnessstudio, die sich im Spiegel angucken und so. Das ist genau das, was er hier gerade beschrieben hat, so. Dass es immer mit einer eigenen Unzufriedenheit und selber nicht durchgezogen und selber nicht das Beste aus sich rausgeholt, deswegen negativ auf andere projizieren, weil ich habe es selber nicht geschafft, so. Weißt du? Ist crazy. Probleme, aber auch nationale Konflikte, meist weil verschiedenste Entscheidungsträger ihre eigenen Dämonen sprichwörtlich auf den anderen übertragen. Carl Gustav... Das ist eine Sache, die voll wichtig zu verstehen ist. Oft ist es so, dass wenn wir solche negativen Gedanken und Gefühle haben, wenn wir andere Leute sehen, so ist es oft so, dass diese anderen Leute Dinge haben oder tun, die wir gerne tun würden und es aber nicht, uns nicht trauen oder nicht hinbekommen oder nicht den Mut dafür haben und dann lieber negativ über den reden, versuchen, den irgendwie runterzuziehen und schlecht zu reden, damit man sich selbst besser fühlt, so weißt du? Es ist crazy. Beschreibt diese Projektion auch als Grundlage für Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus oder auch Homophobie. Nur ein kleiner Bruchteil der Menschen werden sich in ihrem gesamten Leben jemals darüber bewusst, welche Schattenanteile sie haben. Das geschieht meistens nur durch intensive Selbstreflexion, die jedoch zu einem Reifungsprozess führt. Also, befassen wir uns nun endgültig mit der Lösung. Wie können wir im 21. Jahrhundert aus der Matrix ausbrechen? Bewusstsein. Vorab gesagt, viele Aspekte der Matrix haben wir noch nicht besprochen. Wie zum Beispiel das Finanzsystem, das Bildungssystem, das Gesundheitswesen oder auch die Staatsform.
Doch der Ausbruch aus der Matrix muss nicht physisch stattfinden, sondern kann jeder bewusstseinstechnisch für sich selbst erlangen. Der wichtigste Schritt ist aus meiner Sichtweise die Auseinandersetzung mit dem eigenen Bewusstsein. Da wird jeder das Gleiche sagen. Jeder, der das Leben ein bisschen verstanden hat, wird dir das Gleiche sagen. Jeder. Dazu gehört in erster Linie die Aufarbeitung der Vergangenheit, also die Hinterfragung der Erlebnisse seit Kindesalter. Hierbei lassen sich oft verdeckte Sehnsüchte, ungelöste Traumata und destruktive Glaubenssätze aufdecken, die die Lebensqualität massiv steigern. Ich schwör's dir, und umso bewusster du wirst, umso mehr fallen dir diese Patterns auf, die du dir angeeignet hast über die Jahre. Da du dieses Video schaust, bist du schon ein gutes Stück weiter, um dir über die Fremdeinflüsse bewusst zu werden. Da du nun sozusagen die rote Pille genommen hast... Red Pilletin Man, Alter, feier ich, Digga. Wird immer mehr in Deutschland auch. Also, wir müssen auf ein nächstes Level kommen, was den Red Pill Content angeht in Deutschland, ich schwör's dir. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, ich hätte das gerne und ich glaube, es ist auch möglich, da so ähnliche Dinge zu tun wie in Amerika. So, Deutschland ist natürlich 10 Jahre hinten dran, aber dadurch sind auch noch Möglichkeiten da. Wachst du langsam auf. Beobachte also deine Umgebung und versuche, so viele negative Einflüsse wie möglich abzubauen. Wenn wir selbst zum Erschaffer unserer Realität werden möchten, dann ist es unabdingbar wichtig, dass wir aktiv werden und nicht reaktiv. Die meisten Menschen warten mit ihren Entscheidungen, nachdem sie vom Äußeren dazu bewegt werden. Wieso gehen die meisten Menschen erst zum Arzt, nachdem sie chronische Beschwerden haben? Wieso gehen wir nicht einfach präventiv vor? Und das zählt nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für unsere Finanzen, unsere Beziehungen und unseren Bewusstseinszustand. Aus diesem Video hast du bereits gelernt, dass unser freier Wille eine Illusion ist. Wir können kaum bewusst entscheiden, da unser Unterbewusstsein entscheidet. Wir werden von Politik, Medien, Werbung, Eltern, Freunden, Bekannten und sogar uns selbst zu falschen Entscheidungen getrieben. Der einzige Weg hieraus ist, seine Achtsamkeit zu stärken. Nur wer bei sich selbst und noch dazu bewusst ist, kann seinen Informationsfluss hinterfragen und kritische Filter aufbauen. Mann, und irgendwann kommst du so weit, dass du gar nicht mehr, also du hörst irgendwann komplett auf, dich mit anderen Menschen zu krass zu beschäftigen oder dich zu fragen, warum andere so sind, wie die sind oder zu haten oder irgendwie so, weißt du, zu viel über andere Leute zu reden, weil du einfach irgendwann merkst, Digga, scheiße, ich habe mit mir selbst so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit dafür, mir Gedanken darüber zu machen, warum andere so sind, wie die sind. Dann hörst du auch auf, so andere zu beurteilen, zu verurteilen und in eine Box zu stecken und so, weil du dann auch merkst, ey Digga, ich bin so krass programmiert, ich bin so krass in diese, jeder von uns ist programmiert, du wirst dir dessen bewusst, so du merkst, Alter, jeder lebt in seiner eigenen Welt mehr oder weniger so und das hat so viele Effekte, wenn du dich mit deinem eigenen Bewusstsein auseinandersetzt, das ist crazy. YouTube kann doch letztendlich liegt es an dir, dass du auch von der Theorie in die Praxis wechselst, um wirklich bei dir selbst einen Paradigmenwechsel freizusetzen. So. Hast du nicht manchmal auch das Gefühl, dass du nicht dein volles Potenzial auslebst? Das Gefühl, dass du von außen kontrolliert wirst, ohne zu wissen, wer oder was es ist? Aus diesem Grund möchte ich auch dir jetzt 2 Pillen geben. Entscheide dich für eine Pille und du wirst die Effekte sofort in deinem Leben spüren. So. Wenn du die blaue Pille nimmst, gelangst du auf meine Webseite Energetic Eternity. Wie du bereits gelernt hast, können unterschwellige Botschaften dein gesamtes Leben... Ist jetzt ein bisschen noch Eigenwerbung am Ende des Tages. Könnt ihr euch gerne reinziehen, meine lieben Freunde. Unten natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Ich fand es ein sehr starkes Video. Ich mag den Multi auch. Ist ein sehr cooler Typ. Multi Rin Man, Alter. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle. YouTube, eure Gedanken natürlich wieder unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Ich nehme auf jeden Fall die rote Pille. Wie schon.